achtmal hingeguckt, auch einen Golfball oben drüber gefunden, aber zu dem ist das zu finden. So. Ach, wieder ein Schwarz-Weiß-Bild. Na, wunderbar. Schaufeltulpe, Telefon, Garnpulle. Ach so, warte mal. Ich habe eine leise Ahnung, was da sein könnte. Schaufeltulpe, Telefon. Das auf einem Schwarz-Weiß-Bild, Alter. Das ist doch... Findet man auch sehr, so herrlich viel hier. Das ist Wahnsinn. Speer, Kassettenrekorder... Feuerzeug, Bohrmaschine, Pistole, Abfalleimer, Bohrmaschine. Abfalleimer. Ach, so Schwarz-Weiß-Bilder, das ist... ja, das ist ein Kapitel für sich. Schaufel, Tulpe... Tulpe. Okay. Das seht ihr jetzt garantiert. Der ganze Hintergrund ist auf einmal schwarz hinter der Stadt. Warte. Wir können ja raus. Mal gucken. Ah, da ist er wieder. Okay. Ziemlich strange. Da liegt ein Speer. Also Taschenlampe, Schlüssel, Briefkasten. Schere. Brauchen wir nicht. Gar nicht so leicht. Ich wüsste gar nicht, wo die Schaufel ist. Wäre schon mal hilfreich. Ja, wobei, wir brauchen ja noch ein paar Sachen. Da ist die Garnpulle, genau. Feuerzeugpistole. Mir fällt gerade wieder ein, ich habe langsam Hunger. Es ist gar nicht so leicht, auf einem Schwarz-Weiß-Bild was zu finden hier. Hier kann man seine Fähigkeiten als Wimmelbildler trainieren, eindeutig. Das ist brutalst. Ich habe die ganze Zeit nur nach der Schaufel gesucht, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Also Schwarz-Weiß-Wimmelbilder sind ziemlich brutal. Ach du Liebe.
Der ist so brutal. Alter. Boah, ey, das ist da. Ich hatte in einem kleinen Vorschaubild eben schon ein bisschen Panik, aber das ist. Ich hoffe mal, das permanente Gerausche hier im Hintergrund hört ihr nicht. Juni. Das ist doch heftig hier. Frank Euro und Gigi. Das ist ziemlich brutal. Ich dachte eben, ich hätte Frank gelesen. Schade. Ah, so ah, guck mal. Ach, übereinander. Wie blöd. Naja. Oh, ein buntes. Ja, und sowas wieder. Na toll. Kann man erstmal wieder zusammen beraten, was es überhaupt ist. Gut, bei manchen Sachen geht's noch, aber einiges ist dann doch ziemlich heftig. Ja, ich weiß. Entschuldigt, wenn ich etwas ruhiger bin, aber ich bin hier gerade ziemlich konzentriert, dass ich die Teile möglichst schnell finde. Vor allem muss ich ganz gut überlegen, was für Teile es überhaupt sind. Das ist ja ziemlich heftig hier. Da ist die Tasse. Was die zwei Sachen sein sollen.
gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, keine Antwort. Mainboard. Hatten wir ja vor ein paar Folgen schon mal. Zwei Donuts. Oh. Zwei Donuts mit nebeneinander liegen. Toll. Da sollst du ja drauf kommen, ey. Das ist doch. Ach, hey. Zum Abschluss der Aufnahmesession noch nochmal ein Dunkelbild, schön. Haarnadel, Kelch, Lupe. Kelch. Das Bild geht aber einigermaßen. Es ist nicht so überladen wie die meisten, wo wir jetzt hatten bisher. Oder wie in Markgrave Manor, wo es immer mehr wurden dann. Da bist du dann mal gut und gern für ein Bild eine Viertelstunde dran gesessen, bis du da 12 Teile gefunden hast. War schon ziemlich heftig. Ikeband. Ikebana. Achso. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Zuckerstange, Trommel, Wandleucht. Hallo? Hä? So eine Wandleuchte. Aber sehr kurios. Wandleuchter. Ja, das ist doch ein Wandleuchter hier. Nimm ihn doch. Was ist ein Ikebana? Keine Ahnung. Das? Nee. Auch nicht. Das ist eine Sense. Boah, ich hab keine Ahnung. Ein Ikebana? Ah, okay, ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber okay. So, Armband, Flasche, Wandleuchter, Zuckerstange. Das ist doch ein Wandleuchter hier. Gibt's doch gar nicht. Thank you.
Da soll man drauf kommen. Eine Zuckerstange ist doch weiß-rot gestreift. Warum? Okay, ich sag gar nichts mehr. Ich halt die Klappe. Das gibt's doch gar nicht. Ich such mal hier einen Affen, weißt du? Sucht hier ganz nach der falschen Zuckerstange. Ach je. Sehr beschäftigt. Gibt gar keine Zwischensequenzen mehr. Was denn kaputt? Okay, ich mache eine kurze Aufnahmepause. Mal was futtern. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis hierhin und bis gleich. Tschüss.